So sieht es jetzt aus. Da haben wir ausgekoffert, jetzt sind wir wieder Kiesnei da. Ich stehe so vom alten Doll in Anführungszeichen, raus der Hund. Voll eben machen wir jetzt mit dem aus dem neuen Doll. Dann müsste es auch besser, dann könnten wir alles pflastern. Das Kies haben wir jetzt abgefahren in Scheuer. Da wird das Grisch jetzt noch eben ziehen. Dann war es das auch schon für heute. Fertig. Jetzt sind wir in unserer vorerst letzten 200 Quadratmeter angelangt. Gibt man den Wagen spät mal rein, verdollet ihn grob, baut den Läuser auf. Dann gucken wir mal, wie das höhetechnisch hinhaut. Aber ich denke, es haut gut hin. Ich habe unsere Rohre jetzt mal ausgerichtet nach dem Laser. Ja, ist da halt immer wichtig, je nachdem wie der Pfosten so und so steht, in dem Fall mein Wasserwerk, passt hier unsere Maße oder auch nicht. Alle vier Rohre ausgerichtet. Wenn man jetzt auf das Wasserwerk guckt, soweit ganz ganz perfekt, aber ich glaube für einen pflasterten Boden, wenn er gerüttelt wird, ist es schon sehr sehr gut. So, jetzt habe ich einmal eine Länge abgezogen. Jetzt fange ich gleich am Pflaster vorne. Und klar, als Tipp, wenn ihr hinten natürlich nirgends rauskommt, fanget von hinterher auch mit abziehen und legen. Ist mir so ein Scheiß immer von Hand hinter Schläufe. Aber wenn ihr hinten zwei Tore, kommt ihr raus. Und dem her fange ich so rum an, hinten raus und fertig. Vorne da, die Kante jetzt noch sauber machen, die vom Abziehen übrig geblieben ist. Und da, wo die Rohrkläge sind, füllen wir natürlich auch noch auf. Dann fangen wir mal an mit Legen. Fertig für heute. Nicht ganz so weit kommen wie gedacht, eigentlich ein denkt oder kauft. Ich komme heute noch bis hintere, da haben wir morgen dann das Stück gemacht, aber es ist wie es ist. Ja, muss dann noch der Rand. Da hinten gang der 20er und 10er rein, drüben. Den müssen wir dann noch reinknacken, aber machen wir morgen. Dicke dahinter, ist halt leider draußen bleiben. Wir sind ja vielleicht faul, aber schlau. Deshalb, bevor man ja das da abzieht, stellen wir natürlich erst ein paar Paletten rein. Da müssen wir die Stolzen oben alle rabschleifen,
Und gerne schön halbe halbe machen. Du einfach Sachen, du einfach legen kannst, dann weißt du dann auch, du bist gesichert. Das hintere Stück auch abzogen. Unfreiwilliger Feierabend. Ich hätte es noch voll gar nicht durchgezogen. Da noch die Bar, aber ich glaube, wenn ihr abends um 10 in der Steuflex, dann kommt der Nachbar der Bar drauf. Also machen wir es halt morgen.